Es ist Donnerstag, Gründonnerstag. Frieden natürlich. Warum? Krieg, der wird euch jetzt gerade in der Ukraine, nicht? Was das ausmacht, wie viele Menschenleben zerstört werden, wie viel Leid insgesamt über die Menschen gebracht wird. Schade, dass es auch gerade in Europa wieder dazu gekommen ist. Furchtbar. Haben Sie schon mal Krieg erlebt? Nee, noch nicht. War als Kind schon, 41 geboren. Okay. Aber als Kind eben. Gibt es da noch aktive Erinnerungen? Nee, meine Mutter hat immer gesagt, ich hätte das nicht gut verkraftet, aber selber habe ich natürlich keine Erinnerung. Ja. Haben Sie die Befürchtung, dass der Krieg auch nach Deutschland überschwappen könnte? Zu 80% nicht. Man soll nie sagen, aber ich denke nicht. Waffenlieferungen in die Ukraine, ja oder nein? Zweischneidiges Schwert. So richtig 100% überzeugt bin ich davon nicht, dass es nützlich ist. Zumal die Forderungen von Zelensky und von dem Botschafter der Ukraine in Deutschland ich unverschämt finde. Finde ich unverschämt. Nicht? Nur fordern und nicht mal Danke sagen, ist nicht meine Auffassung. Unsere Regierung geht davon aus, dass Wladimir Putin den Schrecken der Ukraine demnächst auch nach Deutschland bringen will. Ihre Regierung rechnet mit einem Angriff Putins auf Deutschland. Hier ist der Beleg. Und Menschlichkeit mit Füßen tritt. Und deswegen darf dieses System nicht gewinnen, es darf sich nicht durchsetzen. Wer so handelt wie Putin, dem ist es egal, ob die Leichen auf den Straßen von Butscha oder Leichen auf den Straßen von Tiflis, Vilnius oder Berlin sind. Leichen auf den Straßen von Berlin? Das ist es, was Putin laut unserer Verteidigungsministerin will. Noch einmal, unsere Regierung geht davon aus, dass Wladimir Putin Deutschland angreifen wird, um auch in unserer Hauptstadt, hier in Berlin, Massaker anzurichten. Unsere Innenministerin Nancy Faeser geht sogar von russischen Luft- oder Raketenangriffen auf Deutschland aus und lässt deswegen unsere Luftschutzbunker wieder in Betrieb nehmen. Auf Twitter schreibt sie, die Zeitenwende durch den Ukraine-Krieg erfordere, dass wir den Schutz vor militärischen Bedrohungen erheblich stärken müssen. Und dann verkündet sie dies. Es existieren aktuell 599 öffentliche Schutzräume in Deutschland. Wir werden prüfen, ob es noch mehr Anlagen gibt, die wir ertüchtigen können. Der Rückbau ist gestoppt. Wir arbeiten an neuen Konzepten, um die Bausubstanz zu verstärken, zum Beispiel bei Tiefgaragen, U-Bahnhöfen und Kellern. Noch einmal, unsere Innenministerin will Tiefgaragen, U-Bahnhöfe und vielleicht sogar ihren Keller, zu Luftschutzräumen umbauen, weil sie einen Angriff Wladimir Putins fürchtet. Was Ministerin Faeser da verkündet, ist ausnahmsweise mal vollkommen nachvollziehbar und sinnvoll. Aber als normaler, klardenkender Mensch, der nicht in der Berliner Blase des politischen Wahnsinns lebt, stellen Sie sich jetzt eine vollkommen berechtigte und vernünftige Frage. Wenn unsere Regierung davon ausgeht, dass Putin Deutschland angreifen will, warum um Gottes Willen bezahlen wir ihm dann seine Armee? Warum zahlen wir für einen Krieg gegen Deutschland? Das ist doch irre. Ja, das ist irre. Aber das ist Machtpolitik in Berlin. Die Grünen und Olaf Scholz würden Putin sein Gas auch dann noch abkaufen, wenn er es mit Panzern nach Berlin fährt, bloß um nicht über Atomkraft zu sprechen. Die Atomenergie ist sauber und sicher, aber für Habeck, Baerbock und Scholz ist sie politisch lebensgefährlich. Das und nur das ist der Grund dafür, dass unsere Regierung lieber einen möglichen Angriffskrieg gegen Deutschland finanziert, als unsere Atomkraftwerke wieder hochzufahren. Leichen auf den Straßen von Berlin. Die Ampel spielt mit ihrem Leben und dem Leben ihrer Kinder, um bloß an der Macht zu bleiben. Natürlich würde ein russischer Angriff auf die NATO in kürzester Zeit in einem Atomkrieg münden. Aber wie gesagt, den möglichen Atomkrieg morgen fürchten die Grünen weniger als die Atomkraftdebatte von heute. Falls Sie Grünenwähler sind und immer geglaubt haben, die Grünen beschützen Sie vor der nuklearen Katastrophe, ups. Toni Hofreiter, der aussieht wie eine Mischung aus einem Anti-Atomkraft-Aufkleber und einem Wendland-Demonstranten, forderte gestern schwere Waffen für die ukrainische Armee. Schauen Sie. Und deshalb müssen wir der Ukraine Waffen liefern? In meinen Augen auch schwere Waffen? In der Sache gebe ich Toni Hofreiter vollkommen recht. Aber Hofreiter ist Pazifist. Er ist ein Geschöpf der Friedensbewegung.
Wenn Pazifisten schwere Waffen fordern, dann muss es etwas geben, was ihnen noch wichtiger ist als Frieden. Was könnte das sein? Ganz einfach. Angst vor Atomkraft. Toni Hofreiter will die Ukraine mit Waffen ausstatten, die Ukrainer, damit sie irgendwie diesen Krieg beenden, damit die Grünen nichts tun müssen, um irgendwie diesen Krieg zu beenden. Sie könnten heute entscheiden, dass sie Putin kein Geld mehr überweisen, aber dann müssten sie gleichzeitig tun, was die überwältigende Mehrheit der Deutschen will, die überwältigende Mehrheit der Grünen aber ablehnt. Das wäre politisch selbstmörderisch. Also entscheiden sich die Grünen für etwas, was selbstmörderisch für unser ganzes Land sein könnte. Kämpft mal schön, liebe Ukrainer, sterbt mal schön, damit wir politisch überleben. Das ist die zynische Botschaft von Toni Hofreiters Forderung. Unser Bundeskanzler und seine Minister haben bei ihrem Amtseid geschworen, Schaden vom deutschen Volk abzuwenden. Leichen in den Straßen von Berlin? Wie unsere Verteidigungsministerin sagt, wäre das etwa kein Schaden? Wir haben Stau. Wieder mal Stau auf der A9. Vergessen Sie nicht die Worte unserer Verteidigungsministerin. Wladimir Putin will Leichen auf den Straßen von Berlin. Fest an ihrer Seite steht dabei unser Bundeskanzler Olaf Scholz, der als Bürgermeister tatenlos zusah, wie seine Stadt Hamburg brannte und jetzt tatenlos zusieht, wie die Ukraine brennt. Gut, dass er Politiker geworden ist und nicht Feuerwehrmann.